Neue Saison, neuer Gegner, neue Regeln. Die Wasserfreunde Spandau 04 feiern im ersten Heimspiel der deutschen Wasserballliga einen klaren 22:7 Erfolg gegen den Aufsteiger Duisburger SV 1898. Alle sind irgendwie jung und wollen einfach was Schönes erreichen und macht Spaß. Duisburg startet entschlossen in sein erstes Spiel der Gruppe A, nachdem der Aufsteiger nach Jahren wieder in der Liga der besten Teams mitmischt. Der motivierte Start reicht aber nicht aus, um einen frühen Rückstand zu verhindern. Spandau zieht mit 3:0 davon, doch die Gäste lassen sich nicht entmutigen und erzielen durch Nick Möller ihren ersten Treffer. Während die Wasserfreunde zunehmend die Kontrolle übernehmen, kämpft das Team von Alexander Pavlovic mit einer kompakten Defensive, können allerdings den 7:2 Halbzeitstand der Berliner nicht verhindern. Wir sind ganz gut reingekommen, obwohl wir ein relativ junges Team sind, viele Neuzugänge, neuen Trainer, das heißt, wir müssen uns alle erstmal finden. Nichtsdestotrotz, finde ich, haben wir am Anfang die Sachen gut gemacht, die wir uns vorgenommen haben. Im weiteren Verlauf steigern die Spandauer das Tempo und lassen den Herren aus Duisburg kaum eine Chance, ins Spiel zurückzukehren. Die Gastgeber dominieren sowohl im Angriff als auch in der Defensive, während Lukas Dahor und Matej Karac, zwei der 8 Neuzugänge, ihre Stärken eindrucksvoll unter Beweis stellen. Nach den Herausforderungen in den Qualifikationsrunden der Champions League und des Eurocups entwickelt sich das Team von Wladimir Vakovic zunehmend zu einer starken Gemeinschaft. Besonders das Zusammenspiel funktioniert reibungsloser. Schnelle Ballzirkulation und präzise Abschlüsse führen zu einem stetigen Ausbau des Vorsprungs, der schließlich im Endstand von 22:7 resultiert. Dank der neuen Regelung, die 3 Punkte für einen Sieg nach regulärer Spielzeit vergibt, sichern sich die Wasserfreunde damit die maximale Ausbeute. Jedes Spiel ist für unser neues Team eine Gelegenheit, als Team zu wachsen. Wir sind alle jung, jünger als in den letzten Jahren. Deshalb ist es so schön zu gewinnen. Die Saison ist noch jung und während Spandau jetzt schon ein Zeichen gesetzt hat, bleibt abzuwarten, wie sich der Duisburger SV 1898 in der Liga etabliert. Der Kampfgeist ist da und das Team wird alles daran setzen, den Platz in der DWL zu behaupten.